Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Filmtoast. Heute möchte ich euch die brutalsten Filme aller Zeiten vorstellen. Falls ihr einen Film vermissen solltet, schreibt dies gerne unten in die Kommentare. Und zudem wollte ich auch noch anmerken, dass ich Filme, die schon in dem verstörendsten Filme aller Zeiten Video vorgestellt habe, nicht noch einmal thematisieren werde, da es hier einfach nicht so sein sollte, dass irgendwelche Sachen doppelt gemoppelt werden. Ein Man Behind the Sun werdet ihr beispielsweise hier nicht finden, obwohl er es sicherlich verdient hätte. Schaut also auch gerne in das verstörendste Filme aller Zeiten Video hinein, guckt aber gerne erstmal dieses Video zu Ende und viel Spaß bei meiner Top 10. I Saw the Devil ist jetzt schon ein moderner südkoreanischer Klassiker, denn der Rache-Thriller von Kim Ji-woon ist ein erschreckendes Katz-und-Maus-Spiel, bei welchem sich der Jäger und der Gejagte ständig abwechselt. Der Serienkiller, welcher überragend von Oldboy-Darsteller Choi Min-sik dargestellt wird, tötet dabei auf bestialische Weise und erinnert mehr an ein Monster als an einen Menschen. Auf dieser nihilistischen Reise wird es am Ende nur Verlierer geben. Für den durchschnittlichen Kinogänger ist The Sadness dieses Jahr wohl eine Grenzerfahrung gewesen. Echte Genrekenner haben aber natürlich schon deutlich härteres gesehen. Weil ich The Sadness aber ziemlich gerne mag und ebenfalls ein sehr aktueller Film dieser Liste sein sollte, hat es der taiwanische infizierten Splatter in diese Top 10 geschafft. Trotzdem besitzt The Sadness nämlich Szenen, die unter die Haut gehen, gerade am Anfang, wenn die Brutalität den Zuschauer überrumpelt und der wahnsinnige Albtraum beginnt. Der erste Halloween-Film von Rob Zombie hat ziemlich polarisiert, auch wenn ich einige Schwächen sehe, überzeugt zumindest permanent die abgefahrene Gewalt und Zombie schafft diese noch einmal in seiner Fortsetzung zu überbieten, weshalb Halloween 2 auf dieser Liste zu finden ist. Nie war ein Slasher an seinen Gewaltspitzen so böse und bestialisch, der kommt nicht einmal Leatherface heran. Halloween 2 ist ziemlich sicher kein guter Film, doch seine hemmungslose Brutalität gehört verdient in diese Liste. Ich spuck auf dein Grab ist wohl der Rape and Revenge Klassiker schlechthin. Nicht ohne Grund war das Spielfilmdebüt von Miyazaki für ganze 42 Jahre indiziert, bis die Indizierung 2020 aufgehoben wurde. Am meisten schockierten diesen 101 Minuten die mehrfache Vergewaltigung der Protagonistin, die hier ausführlich und realistisch dargestellt wird. Immer wieder bekommt man als Zuschauer die Hoffnung, dass es vorbei ist, doch es geht immer weiter und das sorgt für eine heftige psychische Brutalität. Die Gewalt von Hobo with a Shotgun ist so ironisch, dass man diese wohl kaum ernst nehmen kann. Alles ist völlig überspitzt und dies kann viel Spaß machen, gerade zu Beginn, denn Hobo with a Shotgun legt direkt los und startet mit geköpften Menschen oder zerschmetterten Füßen. Am kontroversesten ist jedoch das Schulbus-Inferno. Zwar findet man in 86 Minuten keine großartige Handlung, doch Rutger Hauer überzeugt wie eh und je. Nur das Color Grading ist echt gewöhnungsbedürftig. Braindead ist wohl das perfekte Beispiel für einen brutalen Film, der richtig viel Spaß macht. Wenn man die ersten 20 Minuten übersteht, bekommt man ein blutiges, cleveres Gore-Erlebnis geboten, an welches kaum ein anderer Genre-Klassiker herankommt. Gerade die letzten 30 Minuten sind einfach herrlich absurd und begeistern auch noch heute mit tollen praktischen Effekten. Dies liegt natürlich ebenfalls an den unendlichen Massen von Kunstblut. Ich warte nur darauf, dass Braindead endlich ungekürzt in Deutschland erscheint. Widerwärtig ist das erste Wort, welches mir zu der goldene Handschuh einfällt. Fatih Akin greift das Leben des realen Serienmörders Fritz Honka auf, der packend von Jonas Dassler verkörpert wird. Dabei werden seine Morde auf detaillierte und real wirkende Art geschildert, wodurch man ein echtes Gefühl für die unmenschliche Gewalt bekommt. Zudem ist das Setdesign so ekelerregend und abartig, dass man den tierischen Gestank fast schon durch den Bildschirm riechen kann. Ich liebe Category 3 Filme aus Hongkong und einer der brutalsten Hongkong-Klassiker ist wohl die Untold Story. Wenn Herman Yao und Anthony Wong aufeinandertreffen, weiß man einfach, dass es widerwärtig wird und die Untold Story hat mir nicht zu viel versprochen. Von Vergewaltigung bis Folter filmt man einfach alles, was das menschenverachtende Herz begehrt. Zudem lockern die idiotischen Cops die ekelerregende Atmosphäre auf, wodurch die Untold Story fast wieder Spaß macht. Zumindest bis zum nächsten Gewaltexzess.
Naja, wenn wir schon in Hongkong sind, können wir auch kurz dort bleiben. Ricky O, The Story of Ricky, ist ein weiterer Cat-Free-Klassiker, der durch seine vollkommen übertriebene Gewalt verdammt viel Spaß bereitet. Im Mittelpunkt des dystopischen Actionfilmes steht ein junger Mann mit übernatürlicher Kraft, welcher in ein Gefängnis gesperrt wird. In diesem Gefängnis herrscht das Gesetz des Stärkeren, weshalb sich Ricky seinen Weg nach oben erarbeitet. Und meine Güte, sind das unterhaltsame und brutale 92 Minuten. Von Hongkong geht es nach Frankreich, die mit ihrer New French Extremity einige Filme in dieser Liste verdient hätten. Schließlich habe ich mich dazu entschieden, Inside sinnbildlich für diese gesamte Ära auszuwählen. Dieser gesamte Film ist nämlich so unfassbar unangenehm, dass das Zuschauen wirklich schmerzt. Nicht nur einmal zuckt man durch die perfide Gewalt zusammen. Bekannt ist Inside jedoch für sein ekelhaftes Gore-Finale, das Genre-Liebhabern bestimmt ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. So, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr irgendwelche Filme vermissen solltet, dann schreibt diese gerne unten in die Kommentare. Vielleicht lohnt sich dann ja mal irgendwann ein zweiter Teil. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, habt einen schönen Tag. Guckt auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, The Black Lodge. Ich habe da kürzlich einen Kurzfilm veröffentlicht namens Gräberwelt. Mich würde eure Meinung sehr interessieren. Und ansonsten, tschüss.